Tag, Freunde. Wir sind in der Gruga. Ein bisschen die Beine vertreten und mal wieder in den Tagrhythmus reinkommen. Das Schönste, was es gibt, ein bisschen Licht, Luft und Bewegung. Und ein Irrgarten. Auf geht's. Schwein gehabt. Stundenlang. Also exakt so 3 Stunden 45 muss es gewesen sein. Bin ich jetzt hier durch den Irrgarten und langsam wird gleich dunkel. Ich muss was essen, ich muss was trinken. Ich habe es gerade noch mal geschafft. Nee, Spaß. Also ich finde, Gruga geht irgendwie immer. Wer hier noch nicht war, der sollte unbedingt mal hin. Wir sind am Haus der Bienen im Gruga Park. Und da erfährt man alles Wissenswerte über dieses ungeheure Volk. Und das Schöne ist, hier gibt es tatsächlich auch noch regionalen Honig zu kaufen. Selber schon probiert und den kann ich nur wärmstens empfehlen. Also soll keine Werbung sein, aber einfach eine Empfehlung aus Überzeugung. Geht mal her und kauft euch den Gruga Park Honig. Abgesehen davon gibt es noch diverse andere Imker hier in Essen, also ich glaube in Kettwig habe ich schon mal einen gesehen oder tatsächlich auch in Kanab. Den muss ich aber noch mal aufsuchen. Ansonsten Tipp für euch hier, Haus der Bienen. Ja, und was kann es Schöneres geben als zum Kaffee? Ne, umgekehrt. Also noch mal neu. Was kann es Schöneres geben, als den Honig mit einer Tasse Kaffee zusammen zu genießen oder vielleicht ein Stück Kuchen. Da sind wir hier im Kaffeegarten in der Gruga richtig. Hier erfahrt ihr alles über den Anbau, Klimawandel, wie ich lese, Botanik, Koffein, weißes Gold wird es genannt, Trank der Götter und selbstverständlich sollte noch fair getradet sein. Ne? Jo, wer Lust hat, hier auf fairen Genuss, ab in den Kaffeegarten und natürlich in der Gruga.